Hallo ihr Lieben und einen wunderschönen Abend mit Enshrouded. Ja, da sind wir schon wieder und ja, was soll ich sagen, ich habe mir mal wieder ein bisschen vorgearbeitet, aber nicht allzu viel. Schauen wir uns das Ganze mal an. Jawohl, da sind wir schon. Jo, gucken wir mal. Also, ich habe ein bisschen was verändert. Im unteren Bereich, aber da gehen wir jetzt gleich mal rein, habe ich schon mal ein bisschen die Vorarbeiten gemacht. Im oberen Bereich, das mit dem Dach habe ich fertiggestellt, die Fassade habe ich jetzt schon mal ein bisschen gemacht. Und ich habe mich auf einen langen, beschwerlichen, gefährlichen Weg gemacht. Ach ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Mit meinem lächerlichen Level 15 bin ich hier hochgedüst. Ja, ja freigeschaltet. Na, und dann hier habe ich jetzt mal schon mal ein Zuhause hingestellt, weil hier nämlich habe ich uns das gute Palmholz geholt und auch Sandstein und weiß der Geier was. Und ich kann euch sagen, ich hatte die Hose voll, ja, weil mit Level 15 hier oben rumzugeiern, ja, das macht Spaß. Das ist, ja. Na, so, kicken wir mal hier rein. Ich habe auch mit dem Eingangsbereich mal ein bisschen schöner gemacht, ne. Das gefällt mir jetzt nicht, das passt jetzt nicht dazu, das müssen wir doch nochmal abändern. Das ist mir ein bisschen zu fein, zu edel. Na, so, dann gucken wir mal rein in die gute Stube. Na, wie gesagt, oben haben wir das Dach. Da habe ich den Eingang jetzt mal ein bisschen gemacht, na, dass man hier schön rauskommt. Und ja, hier bin ich noch nicht fertig. Das machen wir jetzt dann. Ja, die Seite ist noch nicht gemacht, da bin ich aber überlegen, ob ich die überhaupt mache oder ob ich die im späteren Nachgang machen werde. Was habe ich noch gemacht? Lass mal überlegen. Ja, also so diesen Scheunenanbau noch ein bisschen verändert. Ja, das wird also ein Flachdach bleiben. Wir werden aller Wahrscheinlichkeit so eine kleine Terrasse da oben hinbauen für sie. Und dann passt das. Ein Eingangsbereich, ein paar Blumen hingestellt. Ja. Und wie gesagt, innen drin schaut es jetzt so aus. Auch hier, ich liebe es einfach so, die Materialien zu mixen. Ja, das macht einfach Laune. Ja, und ich finde, das kommt ganz gut rüber. Ja, das kommt ganz gut rüber. Jo, dann würde ich sagen, machen wir mal hier oben das erstmal fertig. Jetzt muss ich erstmal gucken. Warte mal, stopp. Ob ich, nee, habe ich nicht. Habe ich gar nicht. Warum habe ich das denn nicht? Wir brauchen natürlich, um das da oben fertig zu machen, auch noch ein vernünftiges Dach, ne? Da würde ich auch sagen, dass wir das mit dem, ja, schon mit dem Schilf weitermachen werden. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wo habe ich es denn reingepackt? Da. Da haben wir es drin. Oder ich nehme auch mal das mit. Na, gucken wir mal, ob das reicht. Nee, das lieber, ja, da haben wir zu wenig. Da haben wir zu wenig, aber ich kann da, glaube ich, noch was herstellen, oder? Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob wir da noch was herstellen können. Tada, da ist es doch. Können wir machen. Ziegel habe ich gemacht. Lehmklumpen habe ich geholt. Pflanzfasern haben wir genug. Dann holen wir noch mal so. Ja, komm. So. Das sollte jetzt reichen. Das sollte, habe ich es eingepackt? Ja. Mal lieber schauen, ne? Wollen wir doch mal lieber schauen. Ach ja, bei ihm hier habe ich auch noch ein bisschen rumgewirtschaftet. Ich habe jetzt ein paar Teppiche unten drunter gelegt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Und hier den Eingangsbereich. Nicht wundern, das ist nur für meine Screenshots. Ne, weil wenn wir uns dann hier so einigermaßen hinstellen, können wir nämlich schöne Screenshots machen. Ja. Jo, was habe ich gemacht? Warte mal, das können wir eigentlich gleich wegnehmen. Brauche ich ja nicht mehr. Das brauchen wir ja nicht mehr. So, weg damit. So, ich habe hier unten noch mal ein bisschen was von diesem Palmholz drunter gelegt. Ja? Aber auch nur umrandet. Also es ist jetzt nicht vollflächig unter dem Teppich drunter. Aber ich dachte, das ist mal eine ganz, ganz nette Abwechslung. Ja? Hier oben hat sich noch nichts getan. Da bin ich immer noch nicht ganz schlüssig, was ich da jetzt mache. Ja, vor allen Dingen, weil ihm ja das Bettchen noch fehlt. Da müssen wir ja noch mal anbauen. Was habe ich noch gemacht? Ja, jetzt sieht man halt draußen auch die Blumen schön am Fenster. Ne? Das passt dann. Und ich habe hier draußen auch noch mal ein bisschen Palmöl. Palmholz. Palmholz verlegt, Mensch. So.
Also gut, dann juggeln wir mal darunter und schauen uns das ganze Drama mal ein bisschen an. Ich hätte gleich Holz mitnehmen. Ist wurscht, mach ich alleine. So, jetzt muss ich bloß mal überlegen, wie ich es jetzt am einfachsten mache. Ich würde fast sagen, wir bauen uns hier mal eine Plattform hin, weil die werde ich sowieso brauchen. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist doch eine gute Idee. Schnupp. Ja, so, mal hier, X. Machen wir mal aus. Zack. Ich hätte vielleicht was anderes nehmen sollen, ne? Von dem haben wir nicht mehr viel. So, lass mal gucken, was haben wir denn hier Billiges? Wo haben wir denn billiges Zeug? Habe ich billiges Zeug gar nicht eingesteckt? Grober Steinblock. Warum habe ich von dem Zeug überhaupt so wenig? Ach, niemals das. Ist ja wurscht. Aber mit dem mache ich jetzt hier nichts. So, und dann vielleicht. Ja, so. Lass mal gucken. Ne, eins muss ich noch. Eine Stufe gehen wir noch. So. Und eine da drüben. So, so. Ja, noch ein bisschen näher. Ne, 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 ne. So. So, hier kann man jetzt arbeiten. Okay, dann schnappe ich mir mal das Fach. Warum drücke ich ja nicht mal die falsche Taste? Drin nehmen wir uns mal das Fachwerk und ich mache mal hier einmal außenrum fertig. So. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie hoch wir da gehen werden. War jetzt nicht so clever. Na komm. So. Wir müssen auf jeden Fall hier einmal schön hoch. So. Und dann wieder runter. So macht das Sinn. So macht das Sinn. Und dann haben wir nämlich. Obwohl, warte mal, ich müsste eigentlich. Warte mal. Nee, 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 nee. Falsch, falsch. Die müssen wir wieder rausnehmen. Da muss ich jetzt einen Holzboden einziehen, weil sonst schaut ja Fachwerk. Ne? Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Da brauche ich jetzt. Nehmen wir einen veredelten. Ja. So, 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 so. Und dann das Fachwerk. Jetzt. So, dann wird das hier von der Warte aus schon mal voll. Aber das sehe ich dann, wenn ich innen drin stehe, ob das von der Höhe her passt oder ob wir da noch ein bisschen fenstertechnisch was machen müssen. Was wir auf jeden Fall machen müssen, glaube ich, ist hier quasi ein bisschen was anderes, wahrscheinlich mit Kupfer, weil ich nämlich festgestellt habe, dass bei den Fenstern, wenn ich das ganz normal mit dem Holz hier so weitermachen würde, ne, habe ich hier oben einen Spalt drin. Das passt nicht ganz, ne? Das passt nicht ganz. So, jetzt lass mal überlegen. Das schaut natürlich ein bisschen gaga aus. Dann hauen wir mal das so weit raus. Wechseln mal auf das Kupfer. Sicherheitshalber. Zack. Ne, falsch. Falsch, falsch. Wo ist es? Da. Da ist es. Das gute Palmholz. Padam. Padam. Jo. Schon besser. Jetzt gucke ich mal, ob das klappt. Das sehe ich aber nur, wenn ich drin stehe. Und hier haben wir natürlich das Problem, dass wir wieder diese zwei Doppel da draußen hängen haben. Ja. Das haben sie nicht so doll gemacht. Und eigentlich könnten wir doch hier lieber das. Komm, wir nehmen lieber Fachwerk im vorderen Bereich. So. Tadam, 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 tadam. Gut, jetzt kommt es darauf an, wie kriege ich jetzt das Dach da drauf? Und dann schauen wir mal das Dach an. Was haben wir da zur Verfügung? Da bräuchten wir eigentlich das hier. Und das drehen wir uns einmal. Ja, das war schon richtig. So.
fast befürchtet, dass das zu knapp ist. Wie ist es mit der Nix-Grüße? Das ist aber viel. Das ist aber viel. Und es passt auch nicht ganz rein, ne? Oder? Ne, steht. Das ist 1 zu kladderatschig. Das ist natürlich jetzt doof. So müsste es sein. Muss ich doch eine individuelle Lösung finden. Da müssen wir jetzt eine individuelle Lösung finden, aber welche nehmen wir da? Welche Lösung nehmen wir da? Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Zack. So, da muss ich jetzt aber nochmal eine Stufe höher kommen. Warte mal. Nehmen wir mal wieder irgendwas Billiges. Das da. Machen dann nochmal hier eine Arbeitsbühne hin. Na komm. So. In der Höhe. Ja, schon besser. Und dann noch eine. Da hinten. Ja, das sollte reichen. Das sollte reichen. So. Wieder wechseln. Und jetzt nehmen wir wieder irgendein blödes Holz. Was haben wir denn hier? Grober Steinbock? Nee, 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 nee. Wir nehmen das. Ach, nicht so voreilig. So. Jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir hier... Die sind dann zu zweit, okay. Das hat irgendwie... Irgendwie habe ich mich hier verkalkuliert. Warte mal, das kann doch eigentlich gar nichts sein. 1, 2. Ne? Und hier habe ich 1, 2. Ha! Warum ist das jetzt nicht in der Mitte, Kind? Lass mal gucken, wenn ich jetzt hier hochgehe. Ist das augenscheinlich nicht die Mitte? Okay. Muss ich, glaube ich, mit leben. Habe ich irgendwie einen Konstruktionsfehler gemacht. Das bedeutet, wir werden jetzt hier so anfangen. So, 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 so und so. Und dann quasi eins hier rein. So, so und so. Und hier vorne müsste ich eigentlich... Das ist echt doof. Das ist echt doof. Das ist leicht versetzt. Ich habe da echt einen Konstruktionsfehler. Ha, es ist halt das, wenn man Freehand arbeitet, ne? Hier muss ich eins weg und hier muss ich quasi so dahin, so und so, zack, und da hinten muss ich hin, so. Ja, und jetzt habe ich hier 2 frei. Und da drüben habe ich 1 frei. Spiel. Willst du mich veräppeln? Warte mal. Machen wir das nochmal weg. Jetzt. Jetzt passt das. Jetzt passt das. Und dann quasi hier noch eins hin. Das müsste doch jetzt so weit. Und dann hier noch. Und also wir bauen jetzt quasi die Unterkonstruktion von dem Haus. Dann hier noch eins hin, da noch eins hin, da eins hin. Und so. Und so. Das müsste doch jetzt... Wir probieren das jetzt ganz einfach aus. Jetzt geht sowieso gleich die Sonne unter.
probiere das jetzt ganz einfach mal aus. So. Immer wenn es spannend wird, geht das Licht aus. Okay. Oh nee. Ach ja, gib ihm. Wo bin ich? Wo bin ich? Ah, okay. Das ist wieder die Pleiten, Pech und Pannenfolge da. Ah, so liebe ich das. So, na, hallo. Grüß euch. Ja, mir geht's gut, danke. So. Eieiei. Es ist aber auch dunkel, wenn es dunkel ist. Da. So. Das, so hätte ich es gebraucht. Spiel. Und das ist jetzt doof, dass das da oben jetzt so außer der Reihe ist. Das ist echt komisch. Das ist jetzt echt komisch. Warte mal, lass mich mal. Ach, ich sehe ja drin nichts. Ich sehe ja nichts. Hier sehe ich jetzt auch nichts. Ach, ist das doof. Ja, ja, ist das dunkel. Ich sollte mal ein paar Lampen hier reinmachen. Wollen wir mal, ob hier eine einstecken? Lass mal gucken. Habe ich irgendwo eine? Nee, ne. Komm, wir holen mal schnell hier ein Licht. Ja. Schnell, habe ich gesagt, Horschli. Schnell! Wieder Wind. So. Gucken wir mal, was wir in den ganzen Kisten drin haben. Ob wir da irgendeine Lampe drin haben. Eine Fackel nehmen wir jetzt mal nicht. Und nehmen wir auch nicht. Ich hatte doch noch... Hier, guck. Da haben wir eine. Die packe ich mir mal hier mit rein. Dich dann hier so rüber und dann nehme ich dich noch mit. So, damit rüber. Das sollte reichen, dass wir innen drin was sehen. Hui. Das ist aber schnell heute der Arsch wieder. So, und dann gucken wir mal. Stellen wir uns mal hier eine auf. Ja, schon besser. So, und dann hier noch eine. So, jetzt sieht man doch was. So, weil ich möchte jetzt ganz einfach mal ganz kurz gucken, wo bei mir der Fehler drin ist. So, pass mal auf. 1, 2, 3. Aha. 1, 2. Aha. Das sind 1, 2, 3. Ups, sorry. Das sind 1, 2, 3. Hä? Warte mal, hier ist einer zu wenig. Die beiden Dinger passen. Wenn ich das jetzt verschiebe, wenn ich das jetzt verschiebe um 1, dann habe ich ja hier nur 2. Das ist sehr seltsam. Äußerst seltsam. So schaut es ja nicht schlecht aus. Auch wenn es ein bisschen verrückt ist, aber... Komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Lass uns das mal hier... Alles klar. Was ist denn heute los, ey, Spiel? Was ist... Magst du mich nicht mehr, oder was? Wartet mal, ich drösel mir das jetzt hier mal selber für mich mal schnell aus und dann sehen wir uns gleich, weil ansonsten wird das heute echt eine Katastrophenfolge. Und das will ich euch wirklich nicht antun. Also bis gleich. So, da bin ich mal wieder und ich habe mal hier ein bisschen Bereinigung betrieben. Sprich, ich habe den ganzen Kladderadatsch erstmal wieder überall abgerissen und wir fangen jetzt ganz einfach mal fresh an. Ne? Lass mal kicken. Ich habe hier 3. Ne? 1, 2, 3. Das bedeutet, wir brauchen auch hier 1, 2 und die 3. Ne? So, jetzt hole ich mir mal mein Fachwerk wieder. Da ist es.
Dann zieh mal jetzt hier einfach mal eine Leiste hoch. Zack, zack, zack. Soweit, so gut. Ja. Und dann haben wir ja 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, wir brauchen auch hier 1, 2, 3, 4. Dann hauen wir das mal weg. So. Dann seid ihr halt jetzt mal komplett mit dabei. Na, so, und jetzt haben wir ja das Problem. Wir haben hier 1, 2, 3. Na? Danke. Und hier haben wir 1, 2. Jetzt würde ich sagen, macht es natürlich Sinn, wenn wir jetzt hier das hier weghauen. So. Und jetzt sind wir hier mit den Zweien genau in der Mitte. Oder? Oder? 1, 2. 1, 2. Jawohl, passt. Jetzt passt das. Jetzt passt das. Und jetzt muss ich hier noch irgendwie... Warte mal. Das natürlich dann noch ein bisschen anpassen. Jetzt muss ich bloß schauen. Kann ich das nicht hier? Da. Und das war's auch schon. Das war's auch schon. So. Und so. Jetzt haben wir doch. Jetzt sollte es passen. Ja, ein kleiner Flüchtigkeitsfehler. Na, und schon ist das Haus schief. Ne? Das braucht ja kein Mensch. So, und dann machen wir jetzt quasi mit dem Fachwerk hier weiter. Zack, zack, zack. Und gehen hier einmal hoch. Machen wir das, ja. Ob das so bleibt, weiß ich noch nicht. Schau mal. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ne, das ist zu hoch, weil wenn wir das Dach jetzt ansetzen, dann kann ich die dann nämlich wieder weghauen. Aber vorerst machen wir es mal lieber so. Lass mal noch... Ja. Bin ich da richtig? Schaut so aus, ne? Ja. Da bin ich richtig. So, und dann hier quasi das hier hochgedübelt. Hier nochmal. Zack, zack. Und hier brauche ich ja bloß zwei gehen. Eins, da, 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 da. Und zwei. So, und dann kommt ja schon das Fenster. Okay. Ja, soweit so nicht, ne? So, jetzt gucke ich mal, ob ich jetzt das Dach schon nehmen kann. Warte mal. Was war jetzt das? Falsche Taste. So. Jetzt. Da muss ich mal gucken. Jetzt passt's. Jetzt passt das. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter rein. Wenn wir das so machen. Oder aber ich gehe weiter runter. So. Da müsste es mit dem Fenster in die Aula passen. Sollte passen. Sollte passen. So, und wenn ich jetzt hergehe und gucke mir den ganzen Kladderadatsch mal an. Warte mal. Wir gehen mal hier hin. Und hauen... Ah, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Nochmal. Das ist falsch. So, vielleicht. So, dass ich hier nicht die Schindeln weghau. Na komm. Ja, so ist besser. Na komm. Jawohl. Geht doch. Jetzt habe ich aber hier noch Holz, ne? Und mir fehlen die Schindeln. Oh. Sorry, Horsti. Na, aber wenn, da wollen wir es ja richtig machen. Okay, hauen wir es lieber so weg. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Auffüllen kann ich es dann immer noch. Na, nehmen wir mal die Dinger hier raus. So, und so, 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 und so. So, das sollte jetzt klappen.
die Dächer. Meine, echt meine Lieblingsfreunde da. Die Dächleins. So, jetzt nochmal. Wenn wir das hier so hinsetzen. So. Setzen wir es mal so hin. Kann ich das noch ein Stücken? Nee, das schaut nicht aus. Das schaut nicht aus. Oder? Wenn es so weit übersteht. Dann lassen wir es dicht aufgehen. Weil so würde es. So geht es eigentlich noch einen Hauch drüber. Das machen wir jetzt einfach. Und dann ist er ruh. Dann ist er ruh. So. Schaut es nämlich aus. So. Und jetzt muss ich dann natürlich drinnen aufräumen. Weil wir natürlich jetzt hier ein komplettes Dach drin stehen haben. Ne? Das braucht ja kein Mensch. So, und warte mal, ich bin gleich wieder da. So, jetzt ist das Dach weg. Ich habe es mal schnell weggezaubert. Ja, und jetzt können wir hier anfangen und überlegen, wie wir das am besten hinkriegen. So erstmal. So. Und dann eigentlich. Ich komme da nicht hin. Ich komme da nicht vernünftig hin. So, jetzt mal gucken, wenn ich das jetzt hier mache. Wir machen jetzt erstmal einen hier hin. Und dann lass mal gucken. Ja, dann schaut er mir wieder raus. Ne? Ah, das ist. Hinten auch. Die schauen raus. Okay, dann machen wir es einfach nur so. Dann machen wir es einfach nur hier zu und dann ist gut. Ja. Das ist okay. Kann ich mit leben. Gucke ich mal, wie es innen drin ausschaut dann. Aber damit kann ich leben. Okay. Ach, Hosti. Ah, jetzt haben wir noch so oft geübt. Zack, 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 zack. So. Das müsste von der Höhe eigentlich noch reichen. Ja, das reicht noch von der Höhe. Dann, dann. Dann machen wir nämlich hier. Oh, ich bete drum, dass die das endlich fixen, dass das, wenn du aus dem Fenster schaust, nicht einfach nur so hell ausschaut. Ja, so passt das. So ist okay. Ja, kann man mit leben. Gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, wie das mit dem Fenster ausschaut. Ah, das habe ich mir gedacht. Okay, das haut jetzt nicht hin. Aber wir können ja hier so zwei nehmen. Oder aber ich nehme normale Fenster. Da muss ich mir beim Schreiner noch schnell so ein Fenster machen lassen. Dong. Dong. Servus. So, lass mal gucken. Fenster. Türen, Fenster. Und wir brauchen das hier. Habe ich alles? Ich habe alles. So. Obwohl, die sind auch nicht schön. Warte mal, wo sind jetzt? Das sind die kleinen. Okay. Ah. Ah. Ich nehme jetzt hier nochmal. Was machen wir denn da? Nehmen wir die mal mit. Brauche ich glaube ich drei Stück, ne? Komm, wir machen mal vier. Die brauche ich sowieso irgendwann irgendwo mit Sicherheit. Jo, mit meinem Rundeck. Ja. Da. So, ich nehme das weg. Probieren wir es mal mit denen aus. Ich glaube, das ist schöner. Ich glaube, das ist schöner. Nee, das könnte man nicht. Das schaut. Das könnte man aber. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht.
So, und dann hier noch zumachen, weil wenn ich jetzt nämlich hier irgendwie ein Holz nehme. Ah, hier geht's. Okay, bei den Fenstern geht's. Ne, hier, seht ihr das? Seht ihr den Spalt? Das geht nicht. Deswegen nehme ich da immer den Kupferblock und hämmer den dann dahin. Weil, komischerweise, der macht dicht. Der macht da dicht. Und damit wir hier diese komischen Dinger da nicht haben, setzen wir uns hier auch gleich mal eine Kupferle hin. Ah, Kupferle. So. Jetzt haben wir es. Doch, jetzt haben wir trotzdem die Dinger da. Das nervt ein bisschen. Das nervt. Was ist denn, wenn man jetzt hier das wegmachen will? So, so, so und so. Und dann nehmen wir hier mal, na, unser schönes Palmöl. Kommen die Dinger trotzdem raus. Okay. Hilft nichts. Wir werden mit den Dingern leben müssen. Ja, dann kann ich auch gleich Fachwerk wieder nehmen. Das ist ja dann wurscht. Dann ist das so, ne? Dann sind die Balken halt Kupfer verkleidet. Mein Gott. Dann ist das so. Ja, schön. Schön, 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 schön. Gut, dann würde ich sagen, mache ich mal schnell die zwei Fenster da fertig und dann haben wir es eigentlich geschafft. Ne? Und dann gucken wir es uns mal von außen dann an. Also, bis gleich. So, meine Lieben, da sind wir. Und fertig ist es. Na, also, ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir die normalen Fenster oben überall verwenden. Ne? Und habe unten noch so ein bisschen die Holzverzierung mit hin gemacht. Und wir haben halt auch leider hier auch das Problem, dass wir natürlich rechts diese Verstrebung haben und die haben wir nur rechts und nicht links. Ne? Das ist ja, ist aber leider dem Bausystem geschuldet. Ne? Keine Absicht. Ne? Kann ich auch leider nicht ändern. Von innen schaut es jetzt so aus und ich denke, damit kann man leben. Ne? Damit kann man leben. Das schaut doch ganz gut. Das schaut doch ganz schnuckelig aus. Ne? Jo. Jo. Soweit, so nice. Ne? Rausschauen kann man auch. Ich bin am Überlegen, habe ich noch. Nee, habe ich nicht mehr. Okay, Fenster habe ich jetzt keine mehr. Wir hätten auch hier noch die Möglichkeit, glaube ich, noch. Oh, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, hier noch ein Fenster mit reinzusetzen. Muss mal gucken, ob man das hier so quasi macht. Ja, ne? Doch. Ich glaube, das schaut ganz nett aus. Ich glaube, das schaut ganz nett aus. So. Dann muss ich noch schnell zwei Fenster holen. Zeitraffer. Aua. So, jetzt hier. Holen wir nochmal zwei. Oh. Nee, holen wir nicht. Army hier. Ja, ich weiß. So, mal hier zum Schreinerle. Servus. Grüß dich. Nägel. So. Danke. Ja. Ich hab's eilig. So. Jetzt aber. So, zwei Fensterchen Always holen. a pleasure. Oder warte mal, was habe ich denn? Das sind die großen. Die anderen sind aber nicht hoch genug. Nein, komm, machen wir keine Experimente. Machen wir keine Experimente um die Uhrzeit. Ist ja schon dunkel wieder. Na, wir setzen jetzt hier die Fensterchen ein. Und dann sollte das gut sein. So. Einmal drehen. Zack. Und drehen. Zack. Dann hätten wir das so. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, blüpp. Und düpp und düpp, 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 düpp,
Düpp, düpp, düpp, düpp. Das ist schon mal gut. Und dann die zwei noch raus. So, und dann machen wir das Kupfer hin. So. Na komm. So, damit wäre der letzte Kupferblock weg. Aber jetzt ist okay. Ja, gut. Ich gehe mal schnell schlafen und dann schauen wir uns das dann beim Hellwerden an, wie das dann ausschaut. So, komm. Schnarch ich mal eine Runde. Das schaut schon gut aus. Das schaut schon gut aus. Auch im Dunkeln. Ja, der Morgenröte im Gesicht erwachen wir. Ja, das kann man lassen. Das kann man angucken. Hätte ich jetzt gesagt. Das kann man angucken. Ich lasse auch hier unten die zwei Streben mit dem Fachwerk. Warte mal, ich zeige euch das mal. Das hier. Ja, das lassen wir mal. Weil dadurch habe ich hier nochmal ein bisschen so Verstrebungen, die ein bisschen rausgucken. Und das macht, glaube ich, gar keinen so schlechten Sinn. Ja, komm, das lassen wir. Für ein Bauernhaus ist das doch nicht schlecht. Ne? Ich habe mich extra für diese Holzart hier entschieden, für das Palmholz, wegen den Verzierungen. Ne? Ich habe mir so gedacht, so, wenn du so typisch bayerische alte Bauernhäuser anschaust, ne, dann haben die ja normalerweise diese Fassadenmalereien. Ne, die haben wir ja hier nicht zur Verfügung. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann machen wir es halt hier mit den Holzschnitzereien. Ne? Ist ja auch ganz schön. Kann man, glaube ich, auch gucken. So, schauen wir mal, wie es von innen ausschaut. Kann man gut rausgucken. Ja, das geht. Das geht, hätte ich gesagt. Das funktioniert. Gut. Ja, prima. So, morgen ist. So, morgen ist. Und stelle ich mir doch gleich mal da her. Na komm, na komm. So. Und dann machen wir mal das Hoodie aus. Und dann gucken wir uns das mal. So. Na, komm. Wenn ich so gucke, geht's. Oh. So geht's. Ja, komm. Lassen wir das mal ein bisschen wirken auf uns. Das schaut doch ganz gut aus. Machen wir gleich mal einen Screenshot. So, Screenshot gemacht fürs Thumbnail. Ja, das passt doch wunderbar. Ist doch ideal. Was ich jetzt noch schauen wollte, war... Also hier sehe ich es nicht, okay. Ja, das mit dem unterschiedlichen Deren finde ich auch ganz witzig. Das ist okay. Das ist okay, das haben sie halt nachgerüstet. Also ich habe jetzt keinen Bock, dass sie da oben jetzt noch mal ein anderes Dach drauf machen. So, jetzt wird es auch noch... Oh, ich schau mal hin. Na, guck doch mal einer hin. Ja, das passt vollkommen. Das passt. Ja, das haut hin. Schön auch mit dem Schatten von dem Fensterkreuz. Das passt. Das schaut nach. Das ist Smoky. Imox. So, und in der nächsten Folge werden wir dann quasi hier unten mal uns mal ein bisschen einrichten. Da werde ich noch, siehst du mal, da brauche ich jede Menge Fässer, auch übrigens jede Menge. 1, 2, 3, 4, 505 Büsche. Und da lässt sich doch was mitmachen, ne? Und Flachs, ich brauche unbedingt Flachs. Ne? Ich brauche unbedingt Flachs. Und wir werden auf jeden Fall hier die ganzen Saatbeete aufstellen. Ich werde noch ein bisschen Deko machen. Apropos Deko machen. Da brauche ich nämlich jede Menge Fässer und Kisten. Wir hatten die nochmal gemacht, der Schreiner, oder? Der hat doch hier die Dinger da gemacht. Was brauchen wir da alles dafür? Können wir gleich mal gucken. Servus. Holzeimer. Ein dekoratives Objekt, mit dem du dein Zuhause verschönern kannst. Das ist doch schön. Wieso braucht er auch so wegen den Eisenbändern?
Ja, okay. Da brauche ich immer noch das Schreinerwerkzeug. Divers. Da haben wir es doch. Da können wir auf jeden Fall was machen. Metallplatten. Okay. The craft takes time. Ja, ich weiß, dass es Zeit braucht. Braucht alles seine Zeit. Ja, aber ich verbringe gerne meine Zeit hier. So. Nee. Schmiede. So, Metallplatten. Oh, haben wir. Oh, wir haben ja 19 Stück noch in der Schmiede drin liegen. Ja, das ist doch fein. Das sollte reichen, oder? Sollte das reichen? Hier, komm. Lassen wir uns mal nicht lumpen. Machen wir auch gleich mal hier ein bisschen auf Vorrat. Wie viel haben wir denn noch? Ja, muss ich mal wieder Metallschrott holen gehen. Aber das sollte reichen. Nochmal 18 on top. Das ist okay. Das lassen wir laufen. Das lassen wir laufen. Kann ich sonst noch jemand laufen lassen? Da haben wir hier drin gehabt. Ach ja. Aber da habe ich jetzt mittlerweile, guck mal hier, 20 Pötte von denen habe ich. Na, also da kriegen wir schon ein bisschen was zusammen. Wie viel hatte ich von den kleinen gemacht? Lass mal gucken. Hier von denen. Der macht mir 5 Stück. Komm, wir hauen hier noch mal. Hauen wir hier noch mal durch. Dann haben wir da auch genug. So, okay, das habe ich jetzt vorbereitet. Das ist vorbereitet. Warte mal, kann hier gleich gucken, weil die habe ich, glaube ich, eingelagert. Und dann können wir nämlich dann in der nächsten Folge uns dem Untergeschoss widmen. So, lass mal gucken, was man hier. Ja, guck mal. Oh. Naja, haben ist besser als brauchen. Ne? So, nehmen wir die noch mit und die noch mit. Den lasse ich mal da. Da unten noch jemand? Ne. Hab ich da noch jemand? Ne. Hab ich da noch jemand? Ne. Gut. Das nicht, aber jetzt können wir ganz schnell mal bei ihr uns die Blumen hier bepflanzen lassen. Hallo? Offenes Sandwich. Ja, aber jetzt Safran. Müsst die nochmal rüber jetten. Fladenbrot haben wir keins. Gegrilltes Wollfleisch, das ist kein Problem. Fladenbrot. Okay. Na gut. So, wo wollte ich jetzt aber hin? Ich wollte doch winzige Blumentöpfe hier. Da wollte ich hin. Dann lassen wir uns mal hier welche machen. Zack. Und dann haben wir doch noch andere Farben auch, oder? Zack. 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 Das passt. Und dann machen wir hier noch welche. Von denen mal auch noch welche. Da noch welche. Da noch welche. So. Ne? So ist es auch in Ordnung. Was kann ich noch? Kleine Blumentöpfe. Die Dinger haben wir noch. Da haben wir auch 20. Was nehmen wir denn da mal? Nehmen wir die mal. Das war schon, oder? Ach so, kein Slot im Rucksack mal frei. Gut, dann verballen. Ja, hallo? Packst du mich da an? So. Tadam, 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 tadam. Tadam, 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 tadam. So, dann packen wir die Dinger ein. Die kommen dann da rein. Blumentöpfe habe ich genug. Ja, das wird schön. Das wird schön. Das nehme ich. Das wird schön. Gut, Kinders, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Enshrouded. Wir schauen uns nochmal die Fassade an. Die gefällt mir nämlich irgendwie echt gut. So. Weiß zu gefallen. Gut, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge von Enshrouded am Donnerstag. Ne? Und bis dahin wünsche ich euch einfach noch eine gute Woche. Ne? Kommt mir gesund in den Donnerstag rein. Ja, und ich würde mich über ein Abo freuen. Ihr kennt das Spiel. Ja? Wir wollen die 1000 schaffen. Ja, bitte, 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 bitte. Nein, Quatsch. Okay, Kinders. Also dann, bis dahin. Ich wünsche euch was. Tschüss.